Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro. Ich glaube, ich war hier ganz gut mit so einem Break und ich habe jetzt auch mal mein Rollo zugemacht, dass ich besser sehe. Das ist echt immer schlimm, weil ich okay, genau vom Fernseher natürlich. Nee, natürlich nicht vom Fenster. Und da, wenn es mal so hell ist, da kommen die jetzt bestimmt auch gleich hoch. Das blendet dann so und irgendwie ist echt crazy, weil dann sieht man wieder nichts. Wurscht. So. Ah, guck an. Ah, hier kommt man auch rein. Guck an. Ich würde jetzt zumachen. Und würde warten. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder so. Da liegt doch was. Guck an, wir brauchten einen Schlüssel. Für was brauchen wir Schlüssel? Aber wir bekommen Schlüssel für eine Tür. Um zu gehen durch. Aber welche Tür? Natürlich. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen die bestimmt auch bald wieder. Bye, bye. Du kleines Etwas. Boah, das Feuer ist echt heftig, ne? Da sind's auch. Da kommen wir nicht hoch. Ich glaube doch, das Feuer sollten wir nicht. Nicht gehen. Eigentlich praktisch, wenn die so runterfallen. Vielleicht verstopfen sie das Loch. Aua! Oder müssen wir vielleicht doch darüber? Aua. Könnte natürlich sein. Na, du kleines Hündchen. Jetzt ehrlich gesagt gar nicht so überall rumrennen, sondern ich möchte einfach jetzt mal da weg, ehrlich gesagt, weil ich finde das ein bisschen unangenehm hier. Hä, bin ich wieder da von vorher? Nee, oder? Ich warte buchstäblich durch einen Sumpf aus Menschenblut. Wir töten andere Leute so schnell, wir töten sie für einen Lebenstraum, für einen Bissen Fleisch, für eine abstrakte Idee. Unsere ganze Zivilisation wurde auf den Gebeinen von Menschen aufgebaut. Und selbst jetzt, wo wir sie bis auf die Grundmauern abgerissen haben, uns an den Rand des Auslöschung durch die grauen gebracht haben, die von dieser neuen Welt geschaffen wurden, töten wir uns immer noch gegenseitig. Jene, die gestorben sind, hatten vermutlich auch Familie, Freunde, verdammt, ihre Eltern leben vielleicht noch.
Sie sind gestorben, weil sie ihre Station vor Mutanten beschützen wollten, nicht vor anderen Menschen. Aber doch die Eisenvisiere sehen Tier und Mensch völlig gleich aus. Und hier stehe ich jetzt. Versuche andere Menschen vor den Bestien und sich selbst zu retten. Ah, da ist ein Puppen. Hab dich gesehen. Oh. Der wurde ja wohl überrascht, als er auf die Toilette gehen wollte. Oder kam. So, da müssen wir wohl da hinten lang. Oder? Was ist das für ein Weinen? Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schreist du? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Aber wenn die von hinten kommen? Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Hockst du jetzt auf meinen Schultern oder wo bist du jetzt? Okay. Die Kinder der Metro. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren wurden, nie die Sonne gesehen haben, eine völlig neue Art sind. Dieser Junge ist gerade durch die Hölle gegangen, hat nur aus purem Glück überlebt und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, als in der meine Mutter und ich zuerst lebten, als wir in die Metro gegangen waren. Wir wurden von den Ratten angegriffen, Mutter starb und die Ratten, sie und ich wurden von Sukhoi gerettet. Er erzählte, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort und dieser Junge, vielleicht härtet die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht, die Erde zurückerobern, wie ich ihnen eine Chance gebe. Wenn ich ihnen eine Chance gebe. Wenn und wie und überhaupt im General. Okay, also glaubt ihr das wirklich bei mir auf den Schultern oder so?
Schweinchen! Oh Gott, da müssen wir jetzt echt gucken, gell? Wo wir hinrennen. Ah, ich kann auch gar nicht schnell rennen. Ja, okay, der ist bei mir auf den Schultern. Ich verstehe. Oh! Da ist noch einer. Wo müssen wir denn jetzt hin? Mensch, Baby. Müssen wir hier durch oder was müssen wir hier machen jetzt? So, begeben Sie sich an die Oberfläche und finden Sie eine Sender. Senden Sie. Du! Warte hey, mal. Aufpassen. Ja, ja, ja. Ich muss erstmal gucken, was wir jetzt da machen. Ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Sollen wir da runter? Okay, nein. Okay. Wir müssen da nicht runter. Wie ich sehe. Wo müssen wir denn dann hin? Müssen wir hier irgendwas machen? Das ist jetzt die große Frage. Warte mal, ich gehe... Geh mal nochmal hinter. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Oder ein enges Loch oder so. Das ist auch irgendwie komisch, dass das so grün ist. Ah, hier, guck an. Aua, aua, aua. Das war laut. Das Monster ist Matsche. Das war eine Granate, oder? Ja, das war eine Granate. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Welchem Schrank? Vielen Dank. Du bist echt eine gute Hilfe, kleiner Mann. Sascha. In dem da. Woher weißt du das? Ah. Oh nein. Woher weißt du das? Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie lassen, wenn deine kaputt geht. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Krasse Lotte. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Oh, definiere hinten, von unten eher. Habe ich gespürt. Mein Lieber, habe ich gespürt.
Hauptsache, sie greifen dich nicht an. Boah, was für eine Stimmung, ne? Hey, pass auf, da ist ein Loch. Noch ein Loch? Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, aua. Schlaue Mutti. Aber irgendwo müssen die Leute sein. Ich habe sie schon gehört. Hey, da kommt einer von hinten an. Hier auch, warte mal. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Lass es schon. Oh nee, da gehe ich mal nicht rein. Aber den Draht habe ich doch jetzt erfolgreich eigentlich überhupft. Aber anscheinend doch nicht. Wo ist du? Okay, runterhüpfen. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ja, hör auf deine Mutti. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ja, die waren noch nie oben draußen. Meinst das ist du, so wir krass. Können ganz bis zum Himmel hochklettern? Nee, leider nicht, mein Lieber. Leider nicht. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Hatte ich nicht vor. Nein. Ich habe Sascha. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Danke, Mann. Sascha, ich habe keine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet. Sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen, auf seinen Schultern. Erledigt. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Sehr gut. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Ach, wie süß. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss.